Crackety Tower! Meine kleinen Posterbeobachter? Habt ihr dieses Poster hier schon entdeckt? Das ist sehr japanisch. Da oben ist irgendwie... Sieht aus wie ein kaputter... Ah nee, das ist ein Karton und ein Topf. Und hier ist auch so ein Spiegel. Alles klar. Also eigentlich absolut random hier diese Sachen. Ist mir noch gar nicht so richtig aufgefallen, was da eigentlich abgeht. Ja. Dann lass uns mal ein bisschen hier rumschauen, was abgeht. Gehen wir auf jeden Fall da hoch ins Labor. Immer dieser lange Weg ins Labor. Hello? Aber das ist wieder niemand da. Mann, ich denke die ganze Zeit, hier gibt es Geheimnisse. Wieso gibt es hier keine Geheimnisse? Wieso denn nicht? Ja, die letzte Folge war sehr erfolgreich. Lee hat diesen Fisch geschmeckt. Und was machen wir jetzt? Hier ist auch noch so ein Schloss dran. Was sagt der Franzose? Ich habe die guten Neuigkeiten gehört, Mon-Dingster. Ihr habt den alten Lee geschlagen. Incredible. Der große John und die kleine Sammy. Die neuen Superstars von Neudamm. Oh. Das würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber okay. Was geht bei euch? Wie war die Arbeit heute, Ned? Es war, naja, toll. Ja, toll. Angeblich verkauft jemand Tembelorgel auf dem Drachenmarkt. Temblorgel? Temborgel? Warum nicht etwas für die Frau besorgen? Dieser Tomblofisch. Das ist der gleiche, den ihr gefangen habt, oder? Und wie habt ihr Lee geschlagen? Echt beeindruckend. Ich wette, Fangfang würde es mögen. Wer zum Teufel ist Fangfang? Ich hoffe, wir sind Gerüchteküche Nummer 1. So, erstmal Gerüchteküche. Kleine Statue, große Statue. Ey, das sind immer dieselben. Dann zurück. Ein Fest für die Nase. Ein Fest für die Nase. Aus den Tiefen des ästherischen Erdbebentals zieht das verlockende Aroma eines ungemein verführerischen Duftes. Nur ein Sprüher dieser brandneuen Parfüms macht dich zur begehrtesten Schönheit jedes Balls. 60% der Zeit wird es absolut zuverlässig. Aber nur, wenn du noch heute eine Flasche von William sicherst. Alter, der lässt nichts anbrennen. Der fängt jetzt schon an mit Marketing. Was gibt's für Nachrichten? Ein verdammtes Wunder. Sie haben es geschafft. Sie haben es wirklich geschafft. Das Weißhaar Jean und der sattliche Chefkoch John haben Lee diesmal wirklich in die Mangel genommen. Ein Applaus für unsere, für unseres Wunderduo. Hey, so heiße ich nicht. Ich heiße Sam. Sam, hm? Was? Glaubst du etwa nur, weil sich eure Namen ähneln, hast du Jean das kannst du Jean das Wasser reichen? Mach dich nicht lächerlich. Ein Küken wie du kann von Glück reden, wenn es solchen Mut aufbringt wie Jeans kleiner Finger. Dieser Jean, was er alles durchsteht. Dieser Typ hat doch gar keine Ahnung, John. Das ist auch immer so typisch, ne? Dass, wenn es ein kleines Mädchen ist, dass daraus gleich ein Junge gemacht wird, weil es kann ja nicht sein, dass kleine Mädchen so mutig sind, ne? So, was geht hier? Immer noch die Perle. Ich habe die Perle nicht gefunden. Wir lügen, wir lügen, wir lügen. Es gibt keine Perle. Was geht hier? Ihr zwei habt doch gegen Lee gewonnen, oder? Da habt ihr euch aber in der Stadt einen ganz schönen Namen gemacht. Bekannt wie ein bunter Hund. Wir kommen rein und geht schon gleich ab. Ich würde gerne wissen, was hier abgeht. Aber da kann man noch gar nichts machen. Was müssen wir eigentlich tun? Ah, genau, die Thermalquellen. Wenn wir sonst nichts zu tun haben, sollten wir uns bei den Thermalquellen außerhalb der Stadt mit Alva und Isabel treffen. Die habe ich ja gerade ganz vergessen. Dann rein da.
guten Tag. Willkommen bei der U-Bahn von Neudamm. Wo soll es hingehen? Thermalquellen. Bitte warten Sie auf den Bahnsteig. Klar. Wow, jetzt sind wir schon wieder die falsche Richtung gelaufen. Hier geht's runter, hier geht's runter. Rein da. Sehr geil. Jetzt fahren wir ganz legal mit dem Charotten. Cool, da gibt's schon einen Teekessel, der da wartet auf uns. Kann ich den nicht nehmen? Düt. Aha. Da kommen wir nicht irgendwie rein. Ja. Geheimnis, Geheimnis. Was geht hier ab? Da kann man nur die Fahrkarte kaufen. Ja, erstmal hier. So sieht man sich wieder, Freunde. Dass ich so einen Ort tatsächlich außerhalb der Stadt finde, faszinierend. Das weckt Erinnerungen an mein eigenes Dorf. Einfach toll. Was ist denn dein eigenes Dorf? Woher kommst du? Was bringt dich hierher? Aha, hier ist mal wieder Geist am Start. Die Mimi. So sieht man sich wieder. Erzähl mir mehr schaurige Kindergeschichten. Hier lebte einst eine große Familie und in dieser Familie gab es ein junges Mädchen. Schon wieder ein Kind. Eines Tages verschwand ihre Familie spurlos. Mama, Mama, Mama. Sie weinte und rannte von Zimmer zu Zimmer. Doch es war niemand da. Niemand außer einer schwarzen Katze, die mitten in der Halle lautlos gähnte. Sie wollte schon gehen und in der Stadt nach ihnen suchen. Doch dann musste sie an die Worte ihres Vaters denken. Was auch geschieht, du darfst das Haus nicht verlassen. Du musst bleiben und den Keller bewachen. Denn dort ist etwas von großer Wichtigkeit. Und so wartete sie und sie wartete und wartete. Und als schließlich jemand kam, war alles, was man fand, ein junges Mädchen, das vor der Kellertür lag, der Körper erkaltet und eine schwarze Katze, die mitten in der Halle lautlos gähnte. Ihr wollt wissen, was in dem Keller war? Na, ihre Familie natürlich. Danke, Mimi, für diese tolle, aufschlussreiche Geschichte. Was geht hier? Oh. Okay, dann mal hier. Da seid ihr, dann mal los zu den Thermalquellen. Auf geht's. Hab ja keine Zeit zu verlieren. Oh. Willkommen. Ah. 20 pro Kopf. Du willst Milch? Das kostet 10 extra. Frau Fumi. Oh, wenn das nicht Prinzessin Alva ist. Sieh nur, mein Lieber, sieh nur, wer da ist. Oh, wie. So ein schöner Anblick für meine wunden Augen. Das geht heute aufs Haus, kleine Dame. Lee hat uns Eintrittskarten geschenkt. Ihr habt die Wette gegen Lee gewonnen, stimmt's? Hihihi, und wie? Komm, Sam, hier lang. Kommst du nicht schon? Dein Vater muss die andere Tür nehmen, Kleine. Der letzte ist ein faules Ei. Das lässt sich Sam noch nicht zweimal sagen. Hey, das ist unfair. Geil. Diese schwarzen Dinger. Etwas stimmt einfach nicht. Und die Monster vor der Stadt wirken irgendwie so rastlos in letzter Zeit. Ich werde das Gefühl nicht los, dass etwas Schlimmes passieren wird. Oh, hör mir auf. Morgen gehe ich und sorge dafür, dass dieser alte Ventilator läuft. Leute, habt ihr gesehen, was ich gerade gesehen habe? Also damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Alles klar, wir sind mal wieder hier beim Kinderspiel. Mit ganz tollen Kinderinhalten. Easy, komm! Du auch schon, beeil dich. Das Wasser ist großartig. Alles klar. Ho, ho, ho. Leute, wie empfindet ihr das?
Jedes Mal, wenn ich in die Therme gehe oder in die Sauna, mich schüchtert dieses Leitsystem auch immer sehr ein. Mit, wo kann man sich umziehen? Wo sind die Duschen? Wo kann man sich dann treffen? Weil es ist immer so dieses One-Way, dieser One-Way-Gedanke. Habt ihr das auch? Ich habe da echt ein bisschen Probleme. Wer hätte das gedacht, dass ich heute so eine tolle Vorstellung erleben darf? Huch! Okay. Geil. Dampft ja richtig. Komm schon, können wir da rein? Oh ja! Alter. Hä, und das ist nur der Männerabteil, oder wie? Ohne Frauen. Gibt's kein gemischtes Bad. Sah lustig aus. Oh! Was? Bin ich schon fertig? Hä, das war ja mega lame. Die Poster sind geil. Hä, das war ja mega lame. Kann ich nicht wieder rein? Hallo? So ein bisschen mit Männern gebadet. Wow. Okay. Hallo? Möchte niemand mit mir reden? Sie brauchen noch etwas mehr Zeit, glaube ich. Warum gehst du nicht raus in den Hof? Ja, super. Jetzt gehen wir mal in den Hof. Stehen bleiben! Keiner verlässt das Gebäude, ohne vorher ein Glas Milch zu trinken. Du kannst dich ohne ein großes Glas weiße Wonne nicht Son von Neudern nennen. Das hier geht auf mich, mein Sohn. Mhm. Geil. Nein, habe ich ein Herz gekriegt. Maximale Herzchen erhöht. Leute, ich bin jetzt schon in der zweiten Reihe. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Jetzt kannst du dich einen wahren Bürger von Neudern nennen. Hä, geil. Oh, Shalomat. Helferbot im Automatikmodus. Priorität, Batterie laden. Helferbot lädt Batterie. Signal nähert sich, Wiederherstellung der Verbindung zu Alva. Verlasse Automatikkurs. Auf Wiedersehen, Laborassistent John. Wow, der hat auch gechillt. Wow. Und dann, boom, Daniel hat den Pickup auf den Boden runtergeholt. Ehrlich? Mini-Pickup? Hohoho. Das ist ein T3080. Tomatos erstes Fahrzeug, das in Serie hergestellt wird. Der Vierzylinder-Reihenmotor ist die perfekte Ergänzung zu seiner Viergang-Handschaltung. Und es war eines der seltenen weißen Modelle des Herstellers. Das ist genial. Sam, du bist so schlau. Die hat sich das merken können. Ich habe mir gar nichts merken können. Ich habe es auch erst vor kurzem erfahren. Geil. Ja, Mann. Wie cool auch. Ah, der Weg zurück zur Stadt ist im Mondlicht getaucht. Zum ersten Mal seit Erreichen der Oberfläche kann Sam den Himmel bewundern. Es ist ein wunderschöner Anblick. Der Himmel ist so groß und gewaltig, als ob er sie jeden Moment verschlucken könnte. Aber er hat auch etwas Enttäuschendes an sich. Ist der Himmel vielleicht nur eine weitere Kuppel, noch höher als die über der Schmortop-Impel? Was könnte auf der anderen Seite der Kuppel sein? Sie wird Alva fragen müssen. Alva weiß alles. Alles, was es zu wissen gibt. Ein Traum wird wahr. Erfolg freigeschalten. Claro Safaro. Bestätigen. Und weiterspielen. Oh. Ich habe auch wieder an das Dorf denken müssen. Träum ich? Wo ist Eve? Oh. Sieh einer an, da kommt John. Was soll das lange Gesicht? Du hast dich doch nicht mit Uwe geschritten, oder? Das ist nicht gut, überhaupt nicht gut. Sei mutig und entschuldige dich bei ihr, ja? Sie wird dir bestimmt verzeihen. Oh nein. Niemals verzeihen.
Du kannst deine Vorfreude kaum verbergen, was? Oma auch nicht. Ho, ho, ho. Nicht übel, gar nicht übel. Das wird sicher ein toller Abend. Oh nein, das ist jetzt wieder der Abend vor dem Fest. Eieieiei. Ihr seid einfach gegangen, ohne euch zu verabschieden. Das hat mir das Herz gebrochen. Ich hab's entschieden, Jüngchen. Ich werde weiterleben. Weiterleben, sage ich dir. Und ich werde so lange weiterleben, bis ich keine Lust mehr habe, weiterzuleben. Die tolle Vogelscheuche. Es hat uns möglicherweise unsere Jugend genommen. Dafür hat es aber die Erde in wunderbar goldenes Licht getaucht. Hier war nichts mehr. Ich habe echt wirklich wieder vor kurzem dran gedacht, hier so, dass das doch einfach gar nicht sein kann. Das war so schön hier. Aber hier gibt es wirklich nichts. Die zwei. Sie ahnt, wer endlich aufgestanden ist. Hast du etwa vergessen, dass heute Ernte ist? Aber bist du nicht selbst gerade erst gekommen? Hahaha! Die Party gestern Abend war vielleicht was. Ich habe wohl zu tief ins Glas geguckt. Uiuiui. Okay. Was machst du für ein Gesicht? Erinnerst du dich nicht an uns? Das ist echt alles. Du bist wohl ein wenig neben der Spur, was? Keine Sorge, geh zu Uwe. Sie kümmert sich um dich. Am Erntetag ist hier nicht viel los. Komme ich da nicht hoch? Irgendwie nicht. Okay. Hallo, Wuffi. Die Ernte, heute ist es soweit. Das schaffst du, John. Oh, hallo John. Bist du hier, um Uwe zu sehen? Sie wartet vor dem Dorf auf dich. Ich gehe aber jetzt nochmal zu Uwes Haus, ne? Eieieiei. Huch. Betreten. Oh, niemand da. Ausruhen. Ausruhen? Klaro. Ich liebe es, bei Uwe zu schlafen. Da schlafe ich am besten. Die hat nämlich so eine tolle Badewanne. Okay. Sehr bedrückend, Leute. Dann lass uns mal da raus. Oh, lass uns mal da rausgucken. Uwe, where are you? I'm looking for you. Du bist gekommen. Keinen Schritt näher. Nein, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Ich wollte dir sagen, dass...
ich dir keine Vorwürfe mache. Dass ich dir keine Vorwürfe machen? Das war einfach unser Schicksal. Dein Kommen ändert nichts daran. Aber genug davon. Wie geht es Sam? Hat sie neue Freunde gefunden? Du machst dir immer noch Vorwürfe, richtig? Oh. Sieht aus, als wäre unsere Zeit fast um. Aber ich wünschte, ich hätte dir Frühstück machen können. Oh. Okay. John! John, wach auf! Wow. John, das Miasma ist hier. Das Miasma, John, es ist hier, wirklich. Du musst zum Windschrein, John. Der Boss und die Prinzessin warten dort schon auf dich. Wow. Jetzt geht's ab, Windschrein, Leute, jetzt endlich. Wir könnten auch noch mal ein bisschen ausruhen. Ich drehe mich noch mal um. Warum? Warum? Weil ich das gern tu, oh, weil ich das gern tu. Ich stehe heute auf keinen Fall auf. Ich wüsste auch nicht, wozu. Entschuldigung, Leute. Ihr wisst, Klodeckel zuschließen und dann wieder aufmachen. Und der Riss ist natürlich auch wieder am Start. Meine Fresse. Bin ich ein heißes Schneckchen. Geil. Einfach nur geil, voller Dinge, wo du dachtest, sie würden ewig halten. Doch nach einer Stunde Genuss, die Erinnerung speichern, speichern, speichern. Spiegel gespeichert. Ja, meine kleinen Küchenhelfer. Ich würde sagen, es fühlt sich so an, wie als wenn the next big part kommt. Deswegen würde ich jetzt hier mal vorsichtshalber abbrechen. Wir sehen uns bei einer neuen Folge. Daumen und Abo, ihr wisst. Würde mich durchaus freuen. Und dann sehen wir uns ein nächstes Mal. Ciao.